sind wir wieder im Nachtzug nach Hamburg. 156. Folge und gleich zu Beginn mit einer Ergänzung zu gestern. Danke für eure Kommentare, natürlich auch zu den Geschenken, die Mails, die ihr mir geschickt habt. Natürlich habt ihr recht, man verschenkt keine Messer. Auch wenn die Idee vielleicht nicht die schlechteste ist, aber macht man nicht, weil Aberglaube sagt das ja, das zerschneidet die Freundschaft. Also man muss sie für mindestens einen Cent verkaufen, also verschenken und sich einen Cent geben lassen. Dann ist es in Ordnung. Gibt einen Haufen solcher Bräuche in Deutschland, oder? Ich weiß ja jetzt nicht, wie abergläubisch ihr seid, aber so bestimmte Sachen mache ich auch nicht. Zum Beispiel zwischen Weihnachten und Silvester, die zwischen Weihnachten und den heiligen Nächten, die gehen, glaube ich, bis zum 6. Januar. Bin mir nicht ganz sicher. Da nähe ich nie, weil ich nie nähe. Nee, also jetzt nicht ganz ernst gemeint. Aber es gibt so verschiedene Rituale, an die halten sich einfach Leute, weil sie glauben, sich dadurch ja irgendwie zu schützen oder sicher zu gehen. Und ich habe so einen Arbeitskollegen, der ist ein bisschen esoterisch angehaucht, möchte ich es mal nennen. Der liest jeden Morgen so die Horoskope der Mitarbeiter durch und gibt dann Leuten so Tipps, wie sie sich verhalten sollen, damit sie gut durch diesen Tag kommen. Und wir lächeln immer ein bisschen drüber, aber irgendwie ist auch ganz witzig, ne, wenn da einer so ein bisschen so drauf ist und das dann allen anderen mitteilt. Wir sind ja jetzt nicht so eine große Firma, es ist immer recht schnell rum und ganz amüsant. Aber das ist gar nicht das Thema heute. Ich habe alle Weihnachtsgeschenke. Ich hätte es nicht gedacht, dass man es schafft, innerhalb von 2 Stunden alles zusammenzukriegen. Ich war nämlich heute in Hamburg unterwegs, aber nicht in der Innenstadt. Bin da nicht verrückt, habe ich mir ja gestern schon angeguckt, das Theater. Nein, ich war heute ein bisschen abseits in einem Küchenladen. Ja, genau da, wo meine Espressomaschine neulich zur Reparatur war. Da wusste ich noch, dass das ein super schöner Laden ist und war da heute und habe für alle Freunde die Weihnachtsgeschenke gekauft. Außer für die Simi. Die Simi hat nämlich am 24.12. Geburtstag. Ist kein Joke. Ärgerlich für sie, aber sie hat es überstanden und sie ist damit groß geworden. Ich glaube, sie hat damit auch nicht schlecht gelebt. Solche Kinder, die am 24.12. Geburtstag haben, die kriegen, glaube ich, viel, viel mehr Geschenke, als wir uns das vorstellen können, weil jeder denkt, das arme Kind hat ja Weihnachten und Geburtstag an einem Tag, da muss das Geschenk mehr als doppelt so groß ausfallen und damit lebt man dann ganz gut. Der einzige Nachteil ist, es konzentriert sich halt sehr an einem Tag, man hat es nicht so ein bisschen entzerrt. Aber auf jeden Fall im Geschäft heute, in einem anderen, nicht in diesem Küchenladen, ich war ja da noch woanders. Ich kann jetzt noch nicht sagen, wo ich war, sonst weiß ja Simi schon, was er zum Geburtstag kriegt. Wir feiern nämlich morgen rein. Als ich dann sagte, packen Sie es mir bitte als Geburtstagsgeschenk ein, da haben die mich echt angeguckt, weil alles wurde da in goldenes Papier eingewickelt. Das war so ein Geschäft, wo wirklich jeder zweite Kunde sich was einpacken hat lassen. Und ich habe dann gesagt, nein, ich möchte es bitte als Geburtstagsgeschenk in andersfarbiges Papier. Da musste sie erstmal ins Lager gehen, aber hat sie hingekriegt. Sieht super schön aus. Ich bin gespannt, ob sie mich sich freut. Naja, ich habe ja einen heißen Tipp bekommen, was sie gebrauchen könnte. Und das habe ich dann auch gekauft. Mal sehen, ob ihr es gefällt. Ich mache heute mal ein bisschen einen kürzeren Podcast. Morgen Abend wird es wieder etwas länger, denn ich bin die letzten 3 Tage immer früh um 4.30 Uhr, um 5 Uhr und um 6 Uhr aufgestanden. Am Dienstag um 4.30 Uhr, weil ich in Stuttgart war. Am Mittwoch um 5 Uhr, weil ich in Lübeck war. Heute um 6 Uhr, weil ich in Berlin war. Und jetzt bin ich so müde und K.O., kann ich gar nicht sagen, wie sehr, aber ich hoffe, ihr sitzt jetzt nicht gerade früh in der Straßenbahn und werdet durch mein Gähnen wieder müde, während ihr diesen Podcast hier anhört. Ihr könnt euch auf jeden Fall schon mal auf das Samstags-Special, Samstag ist der 24.12. freuen. Zum 24.12. gibt es einen besonderen Podcast. Wir hören uns dann morgen auf jeden Fall ganz normal nochmal wieder. Ich danke euch fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten, sage guten Morgen. Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem, wann ihr mich gehört habt. Und dann hören wir uns morgen wieder. Euer Reiko. Ja.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein. So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit Malte Asmus. Überall, wo es Podcasts gibt.